Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. So, wir benutzen jetzt noch den Knopf hier. So, jetzt verändert sich wieder der ganze Raum. Aber wir hätten es dann, glaube ich, geschafft. Also, bei meiner... ich probiere mal aus, Geschichte gerade eben, hat das funktioniert. Dass der Kerl jetzt genug Strom hat. Mal schauen. So. Ja, ja, verstehen nur alles schön. Der Elektroschocker müsste jetzt funktionieren. Wunderprächtig. Dann würde ich sagen, läuten wir doch das Finale ein, oder? Den hatten wir schon, ne? Den haben wir schon benutzt, glaube ich. Also dann, so. Nein, nein, nein! Sie wissen ja nicht, was Sie da tun! Alles, was Sie gewinnen, alles, was Sie wollen! Auf für uns, bitte! Es geht alles verloren! Naja, das passt schon so. Das macht nichts. Das macht nichts. Was hat sie also mit Anton Sokolov vor? Und wenn ich die Säure auf ein Kupferblech gebe, was passiert dann? Er hat alles vergessen. Ah, das ist schön. Das ist echt schön. Sehr, sehr gut. So, das heißt, wir können hier abhauen, ne? Sokolov ist eh schon bereit für die Abfahrt. Ich schaue noch schnell, ob wir hier irgendwas noch mitnehmen können. Verloren, genau. Ob noch irgendwas zu mitnehmen wäre. Ein Schriftstück oder irgend sowas. Ich glaube nicht. Was passiert ist. Da drüben. Schau mal, da ist noch ein Wal. Walöl, das nehmen wir mit. Nicht durch diese Maschine geschickt haben. So, aber und Moment. Jo. Was macht die? So. Und ich glaube. Bitte bringen Sie mich um. Na. Das Leben kannst du gleich merken. Das Leben, vor allem in deinem jetzigen Zustand, ist beschissener als jeder Tod. So. Da-da-da-dam. Mahlzeit und wir gehen raus hier. So. Da, ich muss noch ein bisschen schleichen, oder? Hört er mich? Ich hoffe nicht. So. Hier vorne steht noch so ein Maschinenheini. Ich weiß es, weil ich ein Bild herumprobiert habe vorhin. So, das heißt, ich gehe hier lang. Ich schleiche mich hier runter. Und wir hauen ab. Hüpf. So. Hüpf. So, und draußen sind wir gleich. Achtung, jetzt. Jawohl. Ja. Genug für heute. Ich weiß, dass wir bestimmt nicht alles gefunden haben. Bin ich mir jetzt schon sicher. Aber wie gesagt, ihr könnt das privat, wenn ihr das Spiel auch haben wollt, wenn ihr es auch zocken wollt, ihr könnt das perfekt spielen. Ihr habt alle Zeit der Welt. Nur als Let's Player, sage ich mal... Wenn man nicht weiß, wo was ist, ne, und man sucht da wirklich partlang herum, das ist dann schon langweilig. Ich glaube, da ist es schlauer, wenn man nicht alles einsammelt, außer die wichtigen Knochen- und Runenartefakte, die man auch ohne weiteres gut finden kann, dank dem Herz von unserer Mutti. So, einsteigen. Und dass wir dann geschichtlich voranschreiten. So, wir wollen bitte nach unten. Auf geht's. Der arme Anton. Hey, cool. Sogar die Kleidung weht im Wind. Ah, das ist schon cool. Das ist cool gemacht. Wieder die Aussicht bewundern, wenn die Bäume hier nicht so reinhängen würden. Ach, schön. Ach, wie toll. Ja, ja. Ja, ja. Ja, der gute Anton schläft noch.
Boah, der ist ganz schön mager, ne? Der hat sicher nicht viel zu essen bekommen. Gut, dann nehmen wir den Guten mit. Einen Moment. Da musste ich mal kurz hüsten. So. Ich glaube, hier geht's ruf, ne? Ja. Dann würde ich sagen. Upa. So, wir hauen ab. So. Die gute Megan ist da unten irgendwo. Genau. Hüp, wow. Hüp. Hüp. So. Und. Ach du Heilige. Hoffentlich klappt das. Jupp. Das haut auch nicht so schlecht hin. Das haut auch hin. Mana haben wir genug. Jawohl. Hüp. Sehr fein. Ich glaube, wir können normal gehen. Wenn uns da unten jetzt jemand gehen hört, dann ist sowieso alles aus und geschehen. Weil dann können wir Diät machen. Aber jetzt, wo dieses eine Knochenfragment nicht mehr drinnen ist, müsste es passen. Hi Megan, wir sind wieder da. Oh, schön sanft hingelegt. Wie geht's ihm? Er ist schwach und verwundet, aber er kommt durch. Ich dachte, das wäre unmöglich. Da gibt's einiges zu erzählen. Ich höre es mir auf dem Schiff an. Na dann, auf zum Schifflein. Tada! Ja, leider Barmherzigkeit habe ich nicht hinbekommen. Irgendwie ist mir einer gestorben. Ich weiß nicht, wann ich den umgebracht habe. Ich habe keine Ahnung. Ich war eigentlich so vorsichtig. Mist. Naja, aber wir sind wenigstens mal kein Mörder diesmal. Das ist ja schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung, glaube ich. Ja, alle Runen, Outsider-Schrein haben wir gefunden, die Knochenartefakte gehören auch uns, die Münzen habe ich natürlich nicht alle gefunden, auch nicht alle Gemälde und zwei Baupläne fehlen auch noch. Aber trotzdem nicht so schlecht, glaube ich, im Großen und Ganzen. Nicht so schlecht. Kapitel 5. Noch ein eigenartiger Besuch. Du bist mit einem seltsamen Gefühl aufgewacht. Aha. Ich nehme mal an, unser Freund mit den schwarzen Augen ist wieder da. Aber seltsam? Naja. Wer weiß, was der uns jetzt für Geschichten reindrückt, ne? Oh, das war ein gutes Schläfchen. Ja. So. Ach, ja. Haben wir hier irgendwas? Nö. Kaffee. Ah, jetzt geht's mir gut. Gute Musik dazu. Ah, so ein Kaffee ist schon was Feines. Könnte aber auch Tee sein, aber na. In der Früh, Kaffee ist gut. Einmal schnell die Hände und das Gesicht waschen. Abtrocknen. Ah, ja. Ah, so schön, dass selbst das Spiegelbild erblasst. Ja, ja. So schaut es aus. Hä? Oh, was haben wir denn da? Das nichts, aber dieses Mal irgendwie anders. Aha. Ich dachte schon, es wäre hier ein Baum gewachsen. Naja, was haben wir denn da? Hm, dann gehen wir doch mal weiter, ne? Aha. Ah, da ist er schon. Überrascht, dass ich sie hierher holen kann. Der Outsider hat auch mich gezeichnet. Ich vertrieb sie aus ihrem geliebten Tower und tötete ihren Vater. Sie hatten es nicht leicht. Als ich jung war, waren die süße Jessamine und ich wie Schwestern und wir teilten ein Geheimnis. Kaiser Caldwin hatte noch eine Tochter, geboren von einer Küchenmagd. Träume ich? Wenn nicht, wie macht Delilah das? Okay, das ist nicht das Schwarzauge, das wir erwartet haben oder ich erwartet habe. Na super. Ich sagte doch, Liebes, wenn du älter bist, vielleicht nächstes Jahr. Das hast du letztes Jahr auch gesagt. Jessamine ist jünger als ich und jeden Tag am Hof. Jessamine ist... Es ist kompliziert. Du wirst es irgendwann verstehen. Was habe ich getan? Ich werde brav sein, wirklich. Nächstes Jahr, versprochen. Na super. Da hat wohl wieder jemand seine Triebe nicht im Zaum gehabt, ne?
Ja. Immer. Wow, jetzt falle ich runter, ne? Ist klar. Ist klar. Ich wollte eigentlich da rauf. Das geht doch hier rauf, oder? Ich habe keine Magie, ich darf nichts einsetzen. Darf ich? Ja, ich darf rauf. Wahnsinn. Na gut, meine Güte. Ja, die Delilahs Geschichte. Auch nicht schlecht. Tagsüber spielten Jessamine und ich im Tower. Doch nachts musste ich zurück zu den Bediensteten, zu Kakerlaken und Haferschleim. Mein lieber Kaiservater sagte, wenn ich brav wäre, würde er mich im nächsten Jahr als Prinzessin an den Hof holen. Und dann brach Jessamine eines Tages etwas sehr Wertvolles entzwei und der Meisterspion erwischte uns. Sie beschuldigte mich und er peitschte mich im Gartenhaus blutig. Hör auf. Meine Mutter verlor ihren Posten in der Küche und so mussten wir die Nacht auf der Straße verbringen. Aber jetzt nicht im Ernst. Sie war's. Delilah lügt. Sie hat's kaputt gemacht. Ich meine... Wow. Die arme Delilah. Ich meine, warum soll sie lügen? Warum soll sie uns jetzt ein Märchen erzählen? Boah, ist das... Aber es waren Kinder. Wie konnte der Meisterspion... Boah, diese adeligen Dreckskerle. Es tut mir die Delilah voll leid. Das ist echt ein hartes Stück. Irgendwann landeten Mutter und ich im Schuldturm. Jessamine starb schnell durch eine Mörderklinge. Doch Mutter musste lange leiden, nachdem ein Wachmann ihr den Kiefer gebrochen hatte. Nach ihrem Tod warfen sie mich raus. Ich blickte hoch zum Dunwall Tower und schwor Rache. Ich war Waschfrau in einem Bordell und malte nebenbei, bis Anton Sokolov mich als Studentin aufnahm, um es nett zu formulieren. Ich war listenreich, schon bevor der Outsider mich zeichnete und überlebte die schlimmsten Dinge. Und jetzt du. Meine Mutter ist krank. Sie braucht Hilfe. Es ist krepiert, als du betteln warst. Sie ist nur noch ein Haufen Knochen, Mädchen. Was? Nein! Die Strafe ist abgesessen und sie wird mit den anderen ausgeworfen. Du kannst hier nicht länger bleiben. Boah, ist das hart. Schwer zu sagen, ob meine liebe alte Tante die Wahrheit sagt. Warum sollte sie lügen? Das erklärt auch, warum sie einen anderen Namen trägt. Kapitel 5. Dreadful Wall. Triff dich mit Megan Foster und Anton Sokolov, um die nächsten Schritte deines Plans zu besprechen. Delilah und den Herzog von Serkonus auszuschalten. Ganz ehrlich, ich will Delilah nicht mehr ins Gefängnis sperren. Ganz ehrlich, wenn ich eine Wahl hätte, wenn ich wählen dürfte... würde ich liebend gern mit ihr sprechen und versuchen, mit ihr zu verhandeln und ihr obendrein ihren lang verdienten Platz am Kaiserhof, am Kaiserpalast anzubieten. Als, weil es die Blutlinie eben so möchte, als meine Beraterin. Dann hätte sie ein schönes Leben. Es ist eben die Blutlinie, die direkten Nachfahren der Kaiserfamilie, sage ich mal, ne? Also der direkte Thron, der Regierende, sagen wir so, dessen Kinder sind zuerst dran, ne? Mit dem Regieren. Wenn die verstorben sind, dann die nächsten. Also ich finde es gerade echt arg. Die arme Delilah, also wenn das wirklich alles stimmt, was sie mir da auftischt... Als ich jung war, hat die Verschwörung der Kaisertreuen, die mich verschleppt hat, auch Anton Sokolov geholt. Sie haben ihn in den Pub gebracht und in einen Hundekäfig gesperrt. Und wissen Sie was? Sokolov hat sie ausgelacht.
Er hat mir viel beigebracht und lustige Geschichten erzählt. Er schien unsterblich. Sein Geist hat unsere Zeit geprägt. Das ist jetzt anders. Der Alte spricht nicht viel. Er isst, was er bekommt. Stöhnt im Schlaf, hustet Blut. Ich dachte, er könnte mir das Geheimnis für den Sieg über Delilah und zur Rettung des Kaiserreichs verraten. Aber er scheint nicht mal zu wissen, wo er ist. Großartig. Ich bin bei dir. Sogar nichts könnte ich mehr tun. Mutter, das war kein Traum, oder? Bin ich an Delilahs Verbitterung schuld? Nein, sie hat den Staatsstreich eingefädelt. Unsere Entscheidungen haben Folgen. Meine Zeit geht zu Ende. Schon bald. Ja, Mutter, du bist schuld. Mit Schuld an allem. Und natürlich dein Vater. Danke? Hä? Ich sollte es ihnen eigentlich ins Gesicht sagen, aber das kann ich nicht. Danke für das, was sie getan haben, dass sie Anton zurückgebracht haben. Was würde ich nur ohne ihn tun, wenn er nicht mehr am Schiff herumtüftelt, vor sich hin murmeln und über seinen schmierigen Bart streichen würde. Ich wollte ihn ja lieber alleine finden, aber ich bin beeindruckt, was sie alles durchgemacht haben. Jedenfalls genießen sie diese Flasche aus den Vorräten des Käpt'ns. Gutes Zeug habe ich von einem Adeligen, der einmal schnell aus Kanaka heraus wollte. Und das brauchen sie jetzt auch, wo Anton zurück ist, wenn sie schlafen wollen. Sein Schnarchen geht durch alle Wände. Megan. Ja, das haben wir mitbekommen. Ah, wie nett. Ich glaube, sie mag uns langsam. Da werden wir doch mal das Reiseprotokoll schreiben, oder? So. Tada, dann haben wir hier, ne? Sokolov ist in Sicherheit. Ich habe Sokolov gerettet. Der Mann hat viele Jahre meiner Familie gedient. Ja, hat er. Wirklich, ist so. Er hat mich intellektuell ausgebildet und mir auch seinen derben Humor vermacht. Und jetzt habe ich einen kleinen Teil von dem, was ich ihm schulde, beglichen. Es tut mir leid, dass ich ihm keine angenehmere Unterkunft bieten kann. Die Dreadful Wall ist feucht und eng. Sie hat... Entschuldigung, das liest sich jetzt echt komisch. Die Dreadful Wall, so feucht und eng sie auch sein mag, ist jetzt unser Zuhause. Er hat hier jahrelang mit Megan gelebt, aber in seinem jetzigen Zustand wünschte ich, wir könnten ihm etwas Bequemeres bieten. Mir ist es gelungen, Kirin Shindosh aufzuhalten. Sein aggressiver Verstand ist keine Bedrohung mehr. Seine Gedanken sind zerstreut und seine Erinnerungen ausgelöscht durch sein eigenes Gerät. Wenn sich Sokolov besser fühlt, wird er mir vielleicht sagen, ob ich das Richtige getan habe oder nicht, da ich Shindosh nicht sofort getötet habe. Jedenfalls ist es beruhigend zu wissen, dass die verbleibenden mechanischen Soldaten im Kaiserreich die einzigen sind, die es jemals geben wird. Delilah im Nichts. Ich habe von Delilah Copperspoon geträumt. Nein, das war mehr als ein Traum. Ich war im Nichts. Delilah hat mich da irgendwie hineingebracht. Besser gesagt, hingebracht. Ich weiß nicht, ob sie mir die wahre Vergangenheit oder eine erdachte gezeigt hat. Sie hat von meinem Großvater erzählt, Kaiser Ahorn Jacob Caldwin. Ich glaube so, ne? Die Geschichtsbücher besagen, dass er ein Ehrenmann war, der seinem Volk diente, aber Delilah hat mir gezeigt, dass all seine Versprechen unerfüllt blieben, sich als schnelle Lüge entpuppen. Und sie hat mir meine Mutter gezeigt, Jessamine, so wie ich sie mir nie vorgestellt habe, verwöhnt und kleinlich, anspruchsvoll und dann eine große Ungerechtigkeit.
Delilahs Mutter, die in einem Schuldturm starb. Ich habe so viele Fragen, aber wie lässt sich die Wahrheit von der Lüge unterscheiden? Ja, das ist die Frage, ne? Was haben wir denn hier noch Schönes? Wow, da muss ich auch mal... Hui. Da müssen wir mal kurz durch. So, und hier. Sehr gut. Ja, das ist die Sache, ne? Die Frage und die Sache. Wahrheit oder Lüge? Wir wissen es nicht. Was sagst du dazu? Ah, verstehe. Ein Bild von Sokolov. War das schon immer hier? Oder hat das vielleicht Megan gemalt? Hm, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir machen wieder uns hübsch. Jawohl. Ja, schön. Ja, mhm. Ja, unsere Schokoladenzeiten. Jawohl, jetzt können wir gehen. So. Hä? Ist wieder was kaputt? Warum sprießen hier die sprühen hier Funken? Ich glaube, es ist wieder was im Eimer. Gibt es denn schon wieder Nebenquests? Besprich dich mit deinen Verbündeten. Nein, es gibt keine Nebenquests. Für einen Mann seines Alters macht Sokolov größere Fortschritte, als ich erwartet hätte. Aha. Und wie geht's dir so, meine Liebe? Wie gut, dass Sie noch unter uns weilen. Danke für Ihre Hilfe, Anton. Sokolov ist nicht der Einzige, der sich schnell erholt. Ich werde bald aufbrechen. Es gibt viel zu tun. Wenn der Herzog nicht gestürzt wird, waren alle meine Mühen hier umsonst. Dann müssen wir zusehen, dass Herzog Luca Abele nicht länger als vorgesehen bleibt. Kanakas wichtigste Anführer sind nicht fehlerfrei, ja. Nachdem das mit dem Herzog geklärt und die Zeit des Staatsstreichs vorbei ist, könnten sich alle zusammentun und die Dinge verändern. Denken Sie daran, wenn Sie den übrig gebliebenen Leuten des Herzogs gegenüberstehen. Ihre Gedanken hierzu weiß ich zu schätzen, Alexandria. Ja. Haben wir hier irgendwas? Oh, sie hat auch ein Käffchen bekommen. Wir werden hier echt gut versorgt, muss man echt sagen. Boah, was gebe ich jetzt für ein Käffchen? Ich glaube, nach dem Part muss ich mir ein Käffchen machen. Mein Käffchen, was haben wir denn da? Brief von Lucia Pastor. Sehr geehrte Dr. Hypatia, die Neuigkeiten, die Sie mir mitgeteilt haben, könnten mich glücklicher nicht machen. Ja, passt schon so. Die Menschen hier im Staubbezirk haben jemanden wie Sie dringend nötig. Ich verstehe, dass Sie keine Patienten mehr im Eddermeier behandeln können und es zu gefährlich ist, in Ihre Wohnung zurückzukehren. Ich werde etwas auf die Beine stellen. Wir finden einen sicheren Ort für Sie, an dem Sie sich verstecken und kostenlose Sprecherstunden anbieten können, wie Sie es vorgeschlagen haben. Ich werde die Leute über das Bergbaufamilienkomitee und Freunde beim Silbernagel darüber in Kenntnis setzen. Willkommen zurück in der Stadt, Lucia Pastor. Pass auf dich auf, liebe Alexandria. Du könntest vielleicht eventuell in Schwierigkeiten geraten. Aber sie ist eh nicht dumm, sie wird es schon hinkriegen. Denke ich mal. So. Ein Briefelein. Da ist nur ein Whiskyglas, mehr nicht. Dann würde ich sagen, wir gehen hier wieder. Sollen wir... Aha, da drüben geht's weiter, ne? Der Hauptraum, jawohl. Wo... Was mich immer noch stutzig macht, ist das, wo hier bitteschön der Schwarzhändler sein sollte. Das, meine Lieben, geht mir echt nicht ein. Aber ich fürchte, der wird jetzt in dem... Aha. Echt? In dieser harten Welt bist du allein. Bis auf wenige Verbündete. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo wir da gerade sind. Ah, ist das Sokolov sein Zimmer, ne? Sein Arbeitszimmer gewesen, oder? Ja, ja. Ach so, ich dachte schon, wir hätten den Schwarzhändler gefunden. Ja, Entschuldigung. Hat doch ihr Tee. Ich glaube, das ist ein alter Tee.
wie macht man die Luke wieder zu? Da zieht's doch. Wenn es reinregnet, dann ist es sauber. Das habe ich gut gemacht. Na gut. Was haben wir denn hier? Das ist nur sein Arbeitsbereich gewesen, ne? Irgendwas Neues hier zu mitnehmen? Nö. Nein, nein, nicht. Vielleicht. Hier? Nein, hier haben wir genug. Jim, Delilah Copperspoon. Oder ist es Caldwin? Dadurch hätte er seine mechanischen Soldaten zu einem Bruchteil der Kosten herstellen können. Schlauer Bursche. Nicht schlau genug. Was haben solche Leute eigentlich immer? Vielleicht einen ruhelosen Geist und ein leeres Herz? Jindosh hätte mich aus Überdruss sofort ausgelöscht. Ich weiß es zu schätzen, dass Emily mich von dort befreit hat. Ich habe nach ihnen gesucht, Anton. Ich hätte sie gefunden. Ich wusste, sie würden es versuchen, Megan. Nur deshalb habe ich bei Jindosh durchgehalten. Jetzt sind sie wieder hier. Bin ich froh. Moi. Ach, Mai. Emily. Da ein... Die Hallo. Kaiserin ist aufgestanden. Haben Sie gut geschlafen? Nichts geht über die Federkissen vom Dunwall Tower. Setzen Sie sich, wenn Sie reden wollen. Ja, gleich. Ich habe nur hier noch dein Tagebuch. Ich mal wieder. Anton Sokolovs Tagebuch. Ich mal wieder. Meine Gedanken springen hin und her. Ich bin den Launen meines alternden Geistes ausgeliefert. Ich rieche eine Orange und das löst eine Erinnerung aus. Ich bin plötzlich wieder ein Schuljunge und muss unter den Quälereien von Frau Professor Oliphant? Echt so? Leiden. Ihre schrecklichen Perücken und der Geruch nach alter Wolle. Die Wolle erinnert mich an meine Anzüge, die ich nach Maß anfertigen ließ. Die Anzüge erinnern mich daran, dass ich ein Mann von Position war. Und dann denke ich an meine eigenen Grausamkeiten, die schrecklichen Dinge, die ich im Namen der Wissenschaft, des Fortschritts und des Gewinns begangen habe. Und dann überkommen mich Schuldgefühle und Reue. Und plötzlich bin ich hungrig oder denke über mein Knie oder über ein Nickerchen nach. Und wenn ich meine Gedanken durch eine Tätigkeit beruhigen möchte, wie das Malen, so wie heute, bringt das kaum etwas. Wie seltsam. Wenn ich mich in Ruhe dem Malen widme, scheinen meine Augen nicht mehr so scharf wie früher zu sein und meine Hände zittern. Der Geruch der Farbe sticht in der Nase und verwirrt meine Gedanken. Haben sie schon immer so gestunken? Trotzdem habe ich ein Gemälde auf Leinwand begonnen. Es hat aber noch keinen Namen. Alles klar. So, da ist auch noch ein Leckerkäffchen. Da haben wir nichts ansonsten. Hier irgendwas noch für uns. Whiskyglas, ach so, ein paar Karten zum Spielen und Zeit vertun. Na dann, denke ich mal, was haben wir hier noch? Ist hier noch was Besonderes? Vorübergehend die Schließung des Konservatoriums. Haben wir das schon? Sehr geehrte Gäste, aufgrund einer beunruhigenden Zunahme und Milbenbefall sowie mit Wissen und Genehmigung von Herzog Abele wird das kaiserliche Konservatorium auf absehbare Zeit geschlossen bleiben. Dafür möchten wir uns entschuldigen. P. Ethworth, Verwalterin. So, da ist finster. Das eine kaiserliche Karte. Konservatorium, von meinem Großvater in Auftrag gegeben. Eines der kunstvolleren Häuser in Karnaka und nicht mehr zugänglich. Dank Abeles fragwürdiger Herrschaft. Toll. Haben wir hier noch was Neues? Kirin Jindosh. Jindosh wird nie seine mechanische Armee erschaffen. Mm-mm. Da er nichts mehr weiß. Anton Sokolov. Besprechen? Jo. Dann machen wir doch, oder? Anton, als ich sie herbrachte, konnten sie kaum sprechen. Aber das ist jetzt 3 Tage her. Er wurde gefoltert. Sein Körper ist voller Blutergüsse. Delilah hat den Thron und mein Vater ist... verschwunden.
Das ist Anton Sokolov, der größte Geist des Kaiserreichs. Nein, Emily. Megan hat recht. Ich kann Elektrizität von einer Seite des Raumes zur anderen lenken, aber Delilah ist für mich unbegreiflich. Als ich nach Sarkonos kam, wollte ich alles hinter mir lassen. Doch als die Morde begannen, konnte ich es nicht ignorieren. Als Megan und ich die Morde mit dem Herzog in Verbindung brachten, war es zu spät. Der Kronenmeuchler kam zu mir. Sie hielten mich wegen meines Wissens am Leben. Ich habe vieles gesehen. Jindosh hatte eine häufige Besucherin, Brianna Ashworth. Die Verwalterin des kaiserlichen Konservatoriums. Ja, Ashworth ist gefährlich und wie Delilah besessen vom Okkulten. Sie soll an einem Gerät namens Oraculum arbeiten. In ihr steckt mehr, als Sie denken. Wenn Ashworth zu Delilah gehört, muss ich sie töten. Wer weiß, wozu dieses Gerät imstande ist oder was sie vorhat. Na prima. Okay. So, Journal. Triff dich mit Megan Foster am Beilboot. Jetzt sind wir schon wieder weg. Oh, ich glaube, wir sind wieder weg. Alles klärchen. Na dann. Gehen wir halt wieder. Meine Kommen Gute. Sie zum Beiboot, wenn Sie zum Konservatorium aufbrechen wollen. Jawohl. Was haben wir hier noch Schönes? Besuch auf dem Markt. Megan, ich bräuchte ein paar Sachen, die Sie mir aus Kanaka mitbringen könnten. Ich würde sie ja selbst besorgen, aber Sie wissen ja, wie das für meine alten Knochen ist, wenn ich so weit laufen muss. Ich brauche ein kleines Hemd, ein kleineres Hemd. Alles, was ich habe, fällt mir geradezu vom Leib. Und Sie haben recht, ich brauche wohl auch etwas Seife und gute Haarpflege für meinen Bart und das, was an den Seiten meines Kopfes noch übrig ist. Mein thyvianischer Eintopf hat Ihnen ja letzte Woche geschmeckt. Wenn Sie den also noch einmal essen möchten, bringen Sie bitte Lamm mit, falls wir uns das leisten können. Falls nicht, keine Sorge, mein Appetit ist auch nicht mehr das, was er einmal war. Ein bisschen Brot und ein paar Garnelen bringen mich gut über den Tag. Aber vergessen Sie den Wein nicht. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, könnte ich auch noch einige Farben gebrauchen. Ich habe kein Dunkelblau, Ocker und Ultramarin mehr. Anton. Und der Part ist auch zu Ende. Das passt eh recht gut. Was haben wir denn noch für ein Büchlein? Das hatten wir, glaube ich, auch schon, ne? Ja, die Winde. Natürlich, immer die Winde. Bei mir gehen auch gleich die Winde. Was? Nein, nein, nicht die Winde. Das war das. Das ist ein Thun. Ist das ein Thunfisch? Ich kenne mich nicht aus mit sowas. Der hängt da so rum. Der hängt rum. Weil er kann. Was haben wir da? Er ist wieder verschlossen. Grrr. Alles hier ist immer verschlossen. Einmal kurz erleichtern. Ah. Ja, schön. So, was? Nein. Entschuldigung. Ich bin schon wieder furchtbar. So, ich wollte den Part beenden. So, wir gehen noch schnell zum Beiboot. Zumindest mal in die Nähe. So. Oh mein Gott. Da machen wir Schluss. Boah, ist das schön. Oi, 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 ist das schön hier. Da bleiben wir. Warte, ich stelle mich noch ein Stück darüber. Boah, ist das schön. Da bleiben wir stehen. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Echt schön. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.